Hey Leute und willkommen zu diesem kurzen Infovideo. Und zwar haben sich schon sehr lange mehrere Leute gewünscht, dass ich mein Video mache, wie ich euch als Zuschauer Pferde kaufe. Nach langer Überlegung dachte ich mir, ich würde das sogar sehr gerne mal machen und viele haben mir schon geschrieben, dass sie mitmachen würden. Deswegen erkläre ich euch, wie ihr mitmachen könnt und worauf ihr achten solltet. Wir fangen an damit, dass ganz viele gesagt haben, dass sie kein Instagram haben und ich denke, jeder, der mir versucht hat, über Instagram zu schreiben, hat bemerkt, dass ich leider nicht so aktiv antworten kann. Dadurch, dass ich sehr viele Nachrichten bekomme und da schnell was untergeht, es tut mir auch wirklich leid. Aber damit jeder mitmachen kann, werden die Bewerbungen über E-Mail stattfinden, also ich sag's mal als Anführungsstrichen Bewerbung. Und so schreibt mir einfach eine E-Mail über penelope.rosehall@gmail.com, die habe ich jetzt einfach ganz schnell für dieses Video erstellt. Blende ich euch selbstverständlich auch nochmal ein. Teilnehmen könnt ihr, wenn ihr mindestens 14 Jahre alt seid. Was ich ganz wichtig dazu sagen wollte, bitte ändert euer Passwort davor oder danach einfach mal. Ich kann euch versprechen, dass ich selbstverständlich nicht nochmal auf euren Account online gehen werde, mich anmelden werde. Trotzdem einfach zur Sicherheit, lasst es lieber, also lieber Passwort ändern. Damit es auch keine Missverständnisse gibt, das werden selbstverständlich eure Starcoins sein. Das heißt, ihr müsst genug Starcoins haben, damit ich euch Pferde kaufen kann. Schreibt doch bitte in der E-Mail dazu, welche Pferde ihr zum Beispiel auf gar keinen Fall haben möchtet, damit ich euch nicht aus Versehen irgendwas kaufe, das ihr dann am Ende nicht mögt. Ansonsten war es eigentlich, glaube ich, sogar schon mal. Ich würde mich riesig freuen. Ich werde mir dann für das nächste Video 3 Leute von euch aussuchen. Ihr könnt mir gerne auch mehr Bewerbungen schicken, auch wenn ich vielleicht dann schon genug habe. Dann kann ich das Video irgendwann nochmal machen mit ein paar anderen Leuten. Ich hoffe, ihr freut euch darauf. Und ich werde euch dann auch per E-Mail antworten, wann ich dieses Video drehen möchte. Also den Tag und die ungefähre Uhrzeit, damit ihr schon mal Bescheid wisst, weil ihr dann nicht online gehen könnt auf eurem Account. Und dann wisst ihr auch, ob ihr ausgewählt wurdet oder nicht. Und dann würde ich sagen, ich freue mich schon und schau mal, ob sich ein paar bewerben. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye!